Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 10. März 2018? Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen. Das ist die Scheinbewegung, die Sonne, weil in Wirklichkeit macht die Bewegung unserem Planet Erde. Früher dachten die Menschen, dass die Erde steht im Mittelpunkt in unserem Sonnensystem und alles kreist um die Erde. Das war die alte Weltbild, die geozentrische Weltbild. Bis dann Kopernikus diese Weltbild verändert hat und Kopernikus behauptete, nein, das ist nicht so. Die Sonne steht im Zentrum in unserem Sonnensystem und unserem Planet Erde macht die Bewegung. Das war die Umbruch, man nennt das auch kopernikanische Wende. Das war nicht so herzlich willkommen in die Geschichte, weil das wurde verfolgt. Giordano Bruno wurde verbrannt, weil diese These vertreten hat. Ein Jahr später, 1601, stand Galileo Galilei vor der Inquisition, weil Galileo Galilei das auch vertreten hat, diese kopernikanische Wissen, die heliozentrischen Weltbild. Und was sagte Galileo Galilei? Und das dreht sich doch. Und damit meinte er, doch die Erde macht die Bewegung, ich habe recht, aber er musste nicht mit seinem Leben rechnen, aber er wurde auch beobachtet, bewacht. Das heißt mit anderen Worten, man dürfte nicht darüber sprechen. Es war verboten. Aber Newton hat das bewiesen, dass das so ist. Die Zentrum unserem Sonnensystem ist die Sonne und die Bewegung macht die Erde, so wie anderen Planeten auch. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Deswegen muss ich das nochmal betonen, dass die Sonne in Tierkreiszeichen Fische befindet. Das ist nur die Scheinbewegung, die Sonne. In Wirklichkeit bewegt sich die Erde in Tierkreiszeichen Jungfrau. Und das ist die neue Weltbild, die heliozentrische Weltbild. Und unserem Planet Erde bekommt ein Einfluss von Stern der Nebula. Diesem Stern der Nebula bedeutet ein Wechsel, eine andere Richtung. So beschreiben die alten persischen Astronomen. Aber auch die Tataren haben auch diese Erkenntnis genommen, dass die Nebula diese Bedeutung hat. Es kommt ein Wechsel, es kommt eine Veränderung, eine andere Richtung. Und das beeinflusst unseren Planet Erde. Die Chinesen sehen das anderes. Die chinesischen Astronomen sagen, das ist der göttliche Richter, das göttliche Gericht, die göttliche Gerechtigkeit, die Gesetze, Ursache und Wirkung. So betrachten die chinesischen Astronomen diesen Stern, den Nebula. Mond hat eine abnehmende Mondphase und bewegt sich in Tierkreiszeichen Schütze und hat eine Verbindung zum Mars, weil Schütze läuft 3,8 Grad nördlich im Mars vorbei in Tierkreiszeichen Schütze. Beziehungsweise die Sternbilder sind anderes, als wir astrologisch bezeichnen, passiert alles im Schlangenträger, weil in diesem Bereich zwischen Schütze und Skorpion befindet sich das Sternbild Schlangenträger.
Mond bekommt auch Einfluss von Sternen Aquileius und Akumen, bestrahlt die heutige Mondbewegung. Das sind keine einzelnen Sternen, sondern ein Nebel, ein Sternenhaufen. Und das zeigt in die galaktische Zentrum, die Zentrum unserer Galaxie Milchstraße. Die Tierkreiszeichen Schütze zeigt in diese Richtung. Für uns bedeutet das Ziele setzen, konzentriert bleiben. Und auch wenn das alles so nebelig erscheint, so undurchschaubar, trotzdem das nicht aus den Augen verlieren. Abgesehen davon, das Akumen hat nochmal eine Bedeutung, das innere Auge nach innen schauen. So können wir konzentriert bleiben. Wenn wir nach innen schauen, Ziele setzen, wenn wir das verinnerlichen. Sinistra bestrahlt auch die heutige Mondbewegung. Sinistra ist der Hand der Schlangenträger und das bedeutet symbolisch Handlungen, etwas in Hand zu nehmen, etwas in Bewegung setzen. Speculum bestrahlt auch die heutige Mondbewegung und das ist der Pfeil der Schütze. Also die Schütze schießt in eine Richtung, die Richtung ist die Zentrum unserer Galaxie, die Milchstraße. Das ist nochmal die Aussage, zielbewusst zu sein, Ziele setzen, konzentriert bleiben, nicht ablenken oder ablenken lassen, auch nicht verunsichern. Heute gibt es auch nochmal eine Wichtigkeit. Die Planeten kreisen um die Sonne und das ist kein Kreis, wie wir das so kennen, sondern in ihren elliptischen Bahnen. Und das bedeutet, dass einmal näher zu die Sonne befinden, einmal weiter von die Sonne entfernen. Und so ist die Bewegung die Planeten. Und Kepler hat das bestimmt, das ist die zweite keplerische Gesetze. Wenn ein Planet näher zu die Sonne befindet, dann bewegt sich schneller. Wenn ein Planet weiter von die Sonne entfernt sich, bewegt sich langsamer. Hat auch eine Bedeutung, auch astrologisch hat das eine Bedeutung. Es ist nicht nur die Merkur-Umlaufbahn so ist, sondern bei anderen Planeten auch. Aber heute steht der Planet Merkur in Diamant, das heißt Merkur in seiner Umlaufbahn erreicht die Sonne näherste Punkt, bewegt sich schneller als sonst. Also das sorgt für Schnelligkeit, schnelle Nachrichten, Kontakte, etwas in Bewegung. Aber weil das in die Nähe so die Sonne befindet, natürlich kommt noch die Sonneneinfluss dazu und das spüren wir auch. Wir brauchen Klarheit. Wir möchten etwas klären. Das wäre soweit so gut, aber es entsteht nochmal eine Spannung zwischen Saturn und Merkur. Saturn mischt sich da ein. Sie stehen in einer Spannungsverbindung. Das heißt, es ist gar nicht einfach, etwas zu klären. Oder Saturn kann natürlich auch bedeuten, handel nicht so schnell, sondern langsame ein bisschen die Bewegung, wenn das um Kontakte geht, wenn das um Gespräche geht. Saturn vermittelt natürlich Geduld, geduldig zu sein. Vor allem wirkt von Tierkreiszeichen Steinbock. Also es ist wichtig heute, sehr, sehr wichtig, das lege ich Ihnen im Herzen, auf die Gespräche achten. Wenn das zu schnell ist und man sagt etwas unüberlegt, es wird eine Spannung entstehen. Wenn man dieses Bedürfnis hat, und das hatte man auch heute, weil Merkur steht im Diamant, wir haben dieses Bedürfnis nach Klarheit, etwas zu klären. Das ist auch selbstverständlich. Aber wenn wir das ansprechen und zu schnell das in Worte fassen, das führt zu Missverständnissen. Das sogar kann so weit gehen, dass eine Kündigung kommt oder führt zu Trennung. Damit meine ich, wenn jemand Probleme hat im Arbeitsplatz und hat dieses Bedürfnis gerade, das mal direkt anzusprechen und klären. Was ist das Ergebnis? Unüberlegte Handlungen, unüberlegten Worten, entsteht eine Spannung, was zu Missverständnissen führt oder sogar zu Kündigung führen kann. Das wirkt auch
oft in die Partnerschaft. Die Bedürfnis ist da, etwas zum Klären. Oder man möchte die Wahrheit. Aber wohin führt das, wenn wir schnell handeln, wenn wir schnell etwas ansprechen oder unüberlegt etwas sagen? Das kann sogar zu Trennung führen. Also berücksichtigen diese Spannung auch auf die Merkur-Energie. Also beides kommt zusammen, die Bedürfnis nach Klärung, nach Wahrheit. Man möchte etwas ins Licht zu bringen, die Wahrheit erfahren. Natürlich kann auch bedeuten, dass jemand heute erfährt die Wahrheit und das führt zu Trennung. Natürlich ist es auch möglich. Aber vorsichtig sein, was die Sprache betrifft. Lieber zurückhaltend sein, das nochmal überlegen, ganz gut überlegen und erst dann sagen, wen sage ich etwas, wie sage ich etwas, soll ich überhaupt sprechen oder lieber noch Zeit nehmen, das nochmal überlegen, ob ich das ansprechen soll und wie ich das formulieren soll. So kommt man in Harmonie. Diese Spannung zwischen Saturn und Merkur hat auch einen goldenen Schnittpunkt und das habe ich auch ausgerechnet. Und das steht 23 Grad Wassermann, 23 Grad Wassermann, welcher Stern bestrahlt diesen goldenen Schnittpunkt. Der Neb Algi, die bestrahlt dieser Schnittpunkt und das bedeutet zwei eng verbundenen Personen oder zwei eng verbundenen Gegenstände. Das ist wichtig, dass da die Harmonie besteht. Also besonders bei den Menschen, die wo uns ganz nahe stehen, sollen wir vorsichtig sein, dass das nicht die Waagschale umgibt, sondern dass wir in Mitte bleiben, in Harmonie bleiben. Oder wenn das ein Gegenstand oder die Berufung liegt, weil diese Berufung ganz nahe steht, dann auch darauf achten, in welchem Weg, welche Handlungen, dass wir in die goldenen Mitte bleiben, nicht zu viel, nicht zu wenig, gut überlegen, nicht zu schnell Entscheidungen treffen. Und das ist dann die Lösung, weil so bleiben wir in Harmonie. Und natürlich die Tierkreiszeichen Wassermann vermittelt auch eine Botschaft, die Luftelement, Leichtigkeit brauchen wir da. Und natürlich eine gewisse Überlegenheit und Geduld. Und so können wir mit der Sprache umgehen, diplomatisch sein oder mit Leichtigkeit etwas anzusprechen oder mit Humor etwas anzusprechen. Dann gehen wir aus dem Weg von dieser Spannung, weil daran liegt auch die Lösung. Und wie wirkt das auf den einzelnen Tierkreiszeichen? Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen möchten wahrgenommen werden und sie werden auch wahrgenommen. Sie haben diese Spannung nicht, sondern da ist eine fließende Energie und wichtig ist bei den Fischengeborenen intuitiv sein, auf die inneren Stimme zu hören und im Vertrauen bleiben, das Fluss des Lebens dann. Natürlich bleiben sie in Harmonie und sie werden auch wahrgenommen. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen wirkt diese Spannung, weil Merkur bewegt sich hier. Aber es ist wichtig, überlegend zu sein, nicht zu schnell handeln. Die Leichtigkeit braucht man, überlegen, was man sagt, wem man sagt, ob man überhaupt sagt, trifft direkt die Wiedergeborenen. Aber die gute Nachricht ist, dass gute Einflüsse haben die Wiedergeborenen gerade Kraft und Mut und Veränderungen und Umbrüche, unerwartete Ereignisse, also etwas Positives kommt auch und es sorgt dafür, dass etwas sich im Positiven ändert oder die Richtung ändert und sie spüren auch die Lebenskraft und die Mut auch und auch dieses Bedürfnis, etwas zu verbessern. Und die Möglichkeiten sind da, also Glück liegt auch hier bei den Wiedergeborenen, nur auf die Gespräche achten, damit das nicht zu Missverständnissen führt. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen haben immer noch die Thema Werte, Wertschätzung und Finanzen. Und in dieser Stelle darf ich vielleicht auch verkünden, dass ich in dieser Richtung sehr vieles machen
die Reichtum, und damit meine ich nicht nur das Gewinn, sondern das inneren Reichtum oder die Berufung oder die Liebe, was macht uns reich, unserem Leben glücklich zu machen. Und da entwickle ich gerade auch Legungen und auch die Gesetz der Anziehungskraft, wie wichtig das ist, weil das macht unserem Leben wertvoll, dass wir die Werte erkennen. Und genau das sind die Themen bei den Stiergeborenen: Werte, Wertschätzungen, und das Energetische hängt nun mal mit den Finanzen zusammen. Und das sind die Themen, und diese Spannung zwischen Saturn und Merkur ist spürbar für uns alle. Also da können Sie auf die Gespräche auch die Stiergeborenen achten, wenn Sie diese Bedürfnis haben, etwas zu klären, gut überlegen, wie man das in Worte fasst. Und die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen haben Glück in die Liebe, Partnerschaft. Sie verspüren auch diese Leichtigkeit. Aber hier gilt auch für uns alle auf die Gespräche achten, dass man das wirklich richtig formuliert, sonst entsteht eine Spannung, was sogar zu Trennung oder Kündigung führen kann. Kleinere Veränderungen sind möglich bei den Zwillingsgeborenen. Wichtig ist, in welche Richtung setzen sie ihre Kraft ein. Also auch zielorientiert sein, konzentriert, weil was ist wichtig, und erstmal in die Richtung etwas bewegen, weil das zu viel ist, dann kippt das alles um und dann fühlen sich die Zwillingsgeborenen müde und kraftlos. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist in den nächsten Tagen spiegelt sich etwas. Mond ist im Grenzbereich zwischen Schütze und Steinbock. Also das heißt, jetzt übergeht in Tierkreiszeichen Steinbock. Natürlich ist die Mondenergie sehr spürbar. Und da brauchen die Krebsgeborenen die innere Ruhe, die inneren Gleichgewicht. Auch auf die Gespräche achten, das kann auch zum Spannung führen. Und das kann auch die Krebsgeborenen treffen. Besonders wenn sie dieses Bedürfnis verspüren, etwas zu klären, dass man das richtig vermittelt, das gilt natürlich hier auch. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen haben karmische Themen, das bleibt noch eine Weile, weil die Mondknoten noch zeitlang hier in Tierkreiszeichen Löwe bewegt, neue Lernaufgabe, einen neuen Bereich zu entdecken und damit vertraut zu werden. Zurzeit ist wichtiges Thema die Berufung. Viele Löwengeborenen suchen ihren wahren Berufung. Die Kraft und die Mut ist da, etwas Neues zu starten, auch die Möglichkeiten. Aber die Liebesenergie, die Venusenergie wirkt auch sehr gut für die Löwengeborenen. Das heißt, bei vielen kommen auch karmische Begegnungen und Glück in die Liebepartnerschaft. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen werden Stabilität bekommen. Natürlich, die Mondenergie, wenn jetzt übergeht im Tierkreiszeichen Steinbock, sorgt auch für die Erdelementen zur Ruhe und Stabilität. Aber was ich erzählt habe, was die Gespräche betrifft, das sollen auch die Jungfraugeborenen drauf achten. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen spiegelt etwas das Leben. Das sind die Gespräche, aber bitte berücksichtigen, wie ich das erklärt habe, die heutige Merkur-Energie, also diplomatisch. Und die Wagengeborenen können auch diplomatisch sein, daran liegt auch ihre Stärke. Und natürlich auch die Gerechtigkeit ist auch ein wichtiges Thema. Also das hilft auch, um die Gerechtigkeit etwas zu sagen oder wenn sie gerade Recht haben, das zu ansprechen, aber das diplomatisch zu vermitteln. Und auch mit Leichtigkeit, aber das können sie die Wagengeborenen sehr gut. Also das ist wichtig, die Gespräche. Und auch die liebe Partnerschaft, weil das spiegelt etwas im Leben und natürlich auch wichtig, auf anderen zuzugehen, Gefühlen auch zeigen, Gefühlen annehmen. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen ist die Planet Jupiter gerade rückläufig. Gestern war stationär und jetzt beginnt die rückläufige Phase.
Das kann bedeuten, dass jemand zurückkehrt von Vergangenheit. Natürlich, die Jupiter vermehrt die Möglichkeiten und die Chancen, bringt auch Glück. Und bei Rückläufigkeit ist es oft etwas, was von der Vergangenheit kommt. Also nicht unsicher sein, nicht verunsichern lassen, auf die Gespräche achten. Und diese Rückläufigkeit von Jupiter bedeutet, etwas kehrt zurück von Vergangenheit. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen haben Mut und Kraft, etwas verändern in ihrem Leben. Nicht nur in die Liebe, Partnerschaft, da ist auch ein guter Einfluss, sondern auch beruflich. Aber bitte darauf achten, in welche Richtung zeigt das alles, die Zentrum unserer Galaxie. Also konzentriert bleiben, Ziele setzen, formulieren, was möchten Sie erreichen und nicht ablenken lassen, sondern konzentriert aus diesem Weg gehen, die Ziele zu erreichen. Und daran liegen gerade die Chancen, dass die Schützengeborenen etwas in Ordnung bringen, ihre Ziele erreichen können, weil dadurch ändert sich das Leben. Aber in die Liebe, Partnerschaft haben gerade auch Glück die Schützengeborenen. Bei den Tierkreiszeichen Steinbock geboren ist diese Spannung da, was die Gespräche betrifft. Saturn, Merkur steht in Spannung und Saturn bewegt sich zurzeit in Tierkreiszeichen Steinbock. Also eher zurückhaltend sein. Oder schweigen, also nicht direkt anzusprechen, auch wenn dieses Bedürfnis kommt durch den Merkur im Diamant, dieser Bedürfnis, dieser Wunsch, mal das direkt anzusprechen, das zu klären. Es ist sehr wichtig, solche klärende Gespräche oder etwas bereinigen oder die Wahrheit aussprechen. Das ist sehr wertvoll, aber mit dieser Spannung ist das nicht möglich. Das führt nur zu Missverständnissen. Also lieber überlegen ganz gut und diplomatisch sein bei den Gesprächen. Trifft auch direkt die Steinbock-Geborenen. Die Tierkreiszeichen Wassermann-Geborenen verspüren eine gewisse Leichtigkeit. Sie haben die Kraft und die Mut. Sie werden auch wahrgenommen. Da steigert sich alles. Haben auch Glück in die Liebe, Partnerschaft. Und das war mein Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.